Lieber Hubert, danke, dass du Zeit hast, ein kurzes Interview hier in Wien im schönen Volksgarten zu führen. Und ich wollte ein bisschen über dein Leben und deine Biografie ein bisschen fragen, wenn du mir da ein bisschen was erzählen könntest. Gerne. Weißt du, ich bin unterwegs in Sachen Skifliegen am Kulm und versuche halt die Menschen zu begeistern und die stelle jetzt gern zur Verfügung und ich hoffe, ich alle Fragen dann. Ja, super. Wie gesagt, du warst professioneller Skiflieger und bist jetzt Sportmanager. Welche Fähigkeit aus dem Sport kannst du da jetzt übernehmen, um große Sportveranstaltungen zu realisieren? Ich glaube, generell ist es immer das Gleiche. Du musst einmal klare Visionen haben. Du musst überzeugt sein von dem, was du machst, dass es wichtig ist, und begeistert. Weil es gibt immer wieder Situationen, egal in welchen Genres du arbeitest, wo du an die Grenzen kommst. Und wenn du keine Begeisterung hast, wirst du nicht realisieren können, weil du dann möglicherweise genau dann aufhörst, wenn es eigentlich wirklich losgeht. Das zweite ist, als Sportler musst du hart arbeiten. Es ist keine Schaumschlägerei, genau. Das ist auch wieder im Leben das Gleiche. Du musst dich mit der Sache auseinandersetzen, nicht nur geistig, sondern du musst fleißig sein. Und diese Dinge, die hat der Sportler sehr, sehr gut ausgeprägt, ganz klare Definierung, was ist das Ziel? Und er weiß, dass er wirklich hart trainieren muss. Und das habe ich eigentlich mit übernommen in den Sport, vom Sport in den Beruf, mit der Zusatzerkenntnis, dass faule Kompromisse sinnlos sind und dass Erfolg nichts Zufälliges ist, sondern immer aus Dingen besteht, die Begeisterung in sich haben, die Fleißigkeit in sich haben und wenig Kompromisse. Naja, aus dem Sport wissen wir ja, dass physische Power seine Grenzen hat. Du hast gut beschrieben, Motivation brauche ich und natürlich Disziplin, um was auf den Boden zu bringen. Ja, genau. Beim Sport ist es ja so, dass natürlich du den Körper einfach nur, außer du dopst, was völlig sinnlos ist, eine gewisse Zeit belasten kannst. Und wir haben einen Trainer gehabt, den Baldur Breimel, der uns das sehr klar vor Augen geführt hat, dass der Körper eben nur für eine gewisse Zeit so belastbar ist, dass es auch was bringt. Aber er hat uns gesagt, dass die Kraft des Geistes, diese Einstellung, diese Energie, die nicht bewertbar und auch möglicherweise gar nicht beweisbar ist, eine wesentliche Rolle spielt, um gegenüber anderen einen Vorteil zu haben. Mentales Training ist da sozusagen im Sport das Entscheidende, dass du dir das vorstellen kannst. Der hat uns das sehr glaubhaft und auch wir in der Praxis dann umsetzend erklärt. Und das ist, glaube ich, eben die Symbiose zwischen dieser Begeisterung, das hat ja mit Geist zu tun, und in der Arbeit. Beim Arbeiten allein bringt man Erfolg. Das habe ich festgestellt. Du kannst wie ein Viech arbeiten, wenn du nicht inspiriert bist, bist du nur durchschnittlich bzw. nicht immer durchschnittlich. Jetzt zu meiner Abschlussfrage. Als Profisportler, welchen, weil du Baldur Breimel ein großer Trainer genannt hast, das glaube ich, wo spielen wir ja Kärntner? Kärntner, ja, aus Gmünd, glaube ich. Ja, wie auch immer. Ja. Gmünd ist er, ja, aus Gmünd, ja. Welchen Tipp würdest du einem jungen Menschen, der jetzt wurscht, ob er jetzt im Sport ist oder im Arbeitsleben, mitgeben? Wie komme ich aus dir? Weil es ist das Leben nicht immer nur ein Hoch. Was mache ich, wenn ich im Tief drinnen bin? Welchen Tipp würdest du einem jüngeren Menschen mitgeben? Na, ich glaube, das Entscheidende ist, dass unser Leben eben aus diesen Polaritäten besteht. Ich will auch keine Tipps geben, aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass man herausfinden muss, ob die scheinbar negativen Dinge, die vom Verstand so eingestuft werden, zu meinem Leben dazugehören. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich aufhören jammern und das mit dem gleichen Anstand erledigen, wie den Erfolg ertragen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dafür braucht man Intuition. Ja? Wir spüren, was richtig und was falsch ist. Bei beiden Dingen, bei den Dingen, die der Verstand schlecht einstuft, spüren wir, dass wir es aber machen müssen. Und wenn man intuitiv, neben der ganz pragmatischen Ausbildung, die sehr wichtig ist, auf unsere Intuition nicht vergessen, dann werden wir wissen, was zu unserem Leben gehört. Und wenn das negativ ist oder ein Tief ist, dann sollte man mal aufhören mit Selbstmitleid. Ja. Weil das ist das große Problem, das wir Menschen haben. Wir werden uns furchtbar selber leiden. Ich spreche aus Erfahrung. Keiner ist davor gefeilt. Dann sollte man es annehmen. Und mit dem Stehenbleiben und Annehmen ergibt sich dann der erste Schritt, um die Situation zu ändern. Und da gibt es noch viele Dinge, der sollte keine Erwartungen haben, weil mit der Erwartung kommt die Enttäuschung. Und deshalb ist es also so, du sollst mit Courage regeln und nicht ständig jammern.
Ja, Kompliment. Du hast das besser eigentlich und praktischer zusammengefasst als jede psychologische Theorie. Ich danke dir für deine Zeit und das kurze Interview. Danke. Genau, der Sinn, warum wir heute da sind. Daniel, gell? Das, ja. Wir haben Schiefling am Kulm. Ja. 9. bis 11. Jänner. Kulm wird jetzt umgebaut zur größten Schieflingschanze der Welt. Wann wer vorspringen will, www.schiefling.at. Ja, ja. Das ist zwar ein einmaliges Erlebnis, oder wenn man nur zuschauen will, die Tickets gibt es bei Ö-Tickets und immer bei uns. Und damit haben wir beide eine Win-Win-Situation. Bingo, nicht? Super, freut mich. Okay, danke. Okay, ciao.